über Landfahrten, die ich noch bis vor 2 Jahren gemacht habe, von Kabul nach Mazar, und das bedauere ich auch sehr, weil es einfach auch landschaftlich unglaublich ist. Diese Landfahrten machen wir nicht mehr, das ist einfach viel zu gefährlich. Wir haben auch einige Aktivitäten natürlich einschränken müssen, aber nach wie vor arbeiten wir in Kabul, außerhalb von Kabul, in den Distrikten, wo wir eben Beratungsstätten haben und immer wieder natürlich eben auch die Klientinnen dort, die warten ja darauf, dass das Medikateam kommt. Da kann man nicht nur, weil es gerade wieder einen Beschluss auf der anderen Seite der Stadt gab, sagen, die Arbeit muss man einstellen. Auch die lokalen Mitarbeiterinnen, wir überlassen denen das natürlich. Sie kennen ja die Situation vor Ort am besten, zu sagen, das machen wir mal nicht. Aber die sind eher, müssen wir dann bremsen und sagen, jetzt ist mal 2 Tage, wir haben es eben nicht rausgefahren. Aber die sagen ja, die Frauen warten doch. Und wir haben letztes Mal besprochen, dass wir jetzt heute über dieses oder jenes Thema reden, die können wir doch nicht im Stich lassen. Also das heißt, da ist eine große Verbundenheit und eine große Solidarität da. Und wir haben natürlich alle große Sorgen, dass es noch weiter verschlechtert. Und da helfen auch die 1000 weiteren Soldaten nicht unbedingt. Wir wissen, dass es sich weiter verschlechtern wird, wenn denn nicht die Strategie überhaupt sich verändert für Afghanistan. Und daher sind wir natürlich in großer Sorge, auch natürlich für unsere Mitarbeiterinnen. Also, ja, bitteschön. Ja. Sie sagten vorhin, dass Sie nur weibliche Mitarbeiter beschäftigen und jetzt sogar auf den Postern auch männliche. Das ist ein PR-Poster sozusagen hier in Deutschland produziert. Das sind ja nicht Mitarbeiter. Das sind ja von einer Agentur ein Foto gemacht worden für die deutsche Kampagne im Einsatz. Und die soll eigentlich ganz was anderes zeigen. Die soll das zeigen, was ich auch hier sehe, nämlich Männer, die sich für dieses Thema interessieren, die mit unterstützen wollen. Das bedeutet eben, dass auch Männer mit im Einsatz sind, Öffentlichkeit für Medikamential herzustellen. Um vielleicht das noch ganz korrekt und vollständig abzuschließen, Facharbeit machen bei uns ausschließlich Frauen. Aber natürlich haben wir in Afghanistan männliche Mitarbeiter, Wächter und Fahrer. Da waren wir 02, haben wir eine Fahrerin gehabt, aber das einfach aus Sicherheitsgründen haben wir das wieder verändern müssen. In den anderen Projekten haben wir auch Fahrerinnen.